Willkommen, Freunde. Heute erzähle ich euch eine kurze Geschichte über einen jungen Mann, die schon vor vielen Jahren passiert ist. Obwohl nichts Außergewöhnliches daran ist, hätte sie doch ohne Übertreibung das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verändern können. Und jeder erfolgreiche Mensch, der etwas auf sich hält, kennt sie irgendwie. Also ich denke, dass ihr alle sie auch hören solltet. Die Geschichte beginnt im fernen Jahr 1914, als in einer Familie jüdischer Emigranten, die sich in Portland in den USA niedergelassen hatte, ein Junge namens George zur Welt kam. Sein Vater war Mathematiklehrer und seine Mutter Linguistin in einer Bibliothek. Über die frühe Kindheit werde ich nichts erzählen, da in ihr nichts Ungewöhnliches geschah. Er wuchs wie ein gewöhnlicher Junge jener Jahre auf und unterschied sich nicht besonders von seinen Altersgenossen. Das Einzige, wozu ihn sein Vater anhielt, war eine verstärkte Beschäftigung mit Geometrie. Man kann nicht sagen, dass der Junge davon übermäßig begeistert war. Aber er hörte irgendwie auf den Vater und löste zunächst einfache Aufgaben, die ihm sein Vater gab. Zum Ende der Schulzeit dann recht schwierige. Wie dem auch sei, ein Genie war er nicht. Und obwohl er sich nicht schlecht in diesem Fach auskannte, was ihm ermöglichte, sich an der Universität Maryland an der mathematischen Fakultät einzuschreiben, war er doch ein gewöhnlicher Student, der sich in nichts von Hunderten oder gar Tausenden seinesgleichen unterschied. Außerdem konnte George es sich leisten, den Unterricht des Öfteren zu schwänzen, wofür er mit zusätzlichen Aufgaben bestraft wurde. Von diesem Moment an kommen wir zum Hauptthema. Dazu, was euren Blick auf die Welt um einen herum verändern kann. Stellt euch folgende Situation vor. Die kalifornische Universität Berkeley, 1939. Über einen der langen Flure des Gebäudes läuft ein 25-jähriger Student namens George. Aus irgendwelchen Gründen kommt er, wie schon so oft, zu spät zum Statistikunterricht seines Dozenten, Jerzy Neyman. Heute hat er sich um ganze 20 Minuten verspätet. Nachdem er einige Sekunden verschnauft, bevor er den Hörsaal betritt, öffnet er vorsichtig die Tür und tritt ein. Der junge Mann möchte unbemerkt bleiben, deshalb setzt er sich schnell in die Bank und versucht, nachdem er sich umgeschaut hat, zu verstehen, was er versäumt hat. Aber am Gesicht des Dozenten sieht er, dass dies nicht der beste Moment ist, Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Zeitpunkt seines Kommens standen bereits zwei Aufgaben an der Tafel. Ach, alles ganz einfach, dachte George. Das ist wahrscheinlich die Hausaufgabe zum nächsten Mal. Dann schrieb der nachlässige Student die Aufgaben ins Heft und begann, dem Professor zuzuhören, wobei er noch an etwas anderes dachte. Wie auch immer, als er nach dem Unterricht nach Hause kam, bedauerte er sehr, dass er zu spät gekommen war. Die Aufgaben waren wirklich kompliziert und der junge Mann dachte, dass er etwas Wichtiges für ihre Lösung verpasst hätte, was der Dozent bereits am Anfang der Stunde gesagt hatte. Aber da konnte er nichts mehr machen und er musste sich deshalb bis zum nächsten Statistikunterricht einige Tage den Kopf zerbrechen, um die Aufgabe zu lösen. Ich greife ein bisschen vor und sage, dass sich alles als einfacher, zugleich aber auch als schwieriger erwies. Der zufriedene Student kam einige Tage später zum Professor und gab ihm das Heft mit den Hausaufgaben. Der Professor seinerseits nahm das Heft beiläufig an, ohne die Augen von der Tafel abzuwenden, auf der er etwas vor dem Unterricht anschrieb. Ja, gut. Natürlich konnte er sich nicht gleich erinnern, dass er den Studenten gar nichts aufgegeben hatte und legte das Heft auf den Tisch, um es später durchzusehen. Seitdem waren fast zwei Wochen vergangen und der junge Mann hatte immer noch keine Antwort vom Professor erhalten. Außer, dass der Professor schon beim nächsten Unterricht an George herantrat und sagte, dass seine Aufgaben noch geprüft würden. Dies machte den jungen Mann noch nervöser, denn eine solch lange Prüfung konnte für ihn schlecht ausgehen, angesichts der Tatsache, dass die Vergabe von Halbjahresnoten bevorstand. Das, was dann geschah, ist schwierig mit Worten zu beschreiben. Nach einiger Zeit wurde George ins Dekanat gerufen. Vor diesem Gang hatte er ein schlechtes Gefühl. Als er die Tür zum Büro öffnete, sah er, dass darin bereits einige ihm unbekannte Männer und der Statistikprofessor mit dem Dekan saßen. Schwer zu beschreiben, was unser Student in diesem Moment fühlte. Vielleicht bereitete er sich auf das Schlimmste vor, aber die Worte des Professors erstaunten ihn. Gratuliere, George. Wie hast du das herausgefunden? Selbst? Oder hat dir jemand geholfen? Und obwohl sich der junge Mann nicht vorstellen konnte, worum es ging, fragte er dennoch, Herr Professor, was meinen Sie? Da zeigte Jerzy Neyman auf eben jenes Heft mit den Hausaufgaben. Wie sich herausstellte, hatte er alles richtig gelöst. Aber das war überhaupt keine Hausaufgabe. Als der Professor nach einiger Zeit das Heft korrigierte, das der Student ihm gebracht hatte, gingen ihm einfach die Augen über. Er erinnerte sich, dass er tatsächlich am Anfang einer der Vorlesungen über diese beiden Aufgaben gesprochen hatte. Aber er hatte zwei Aufgaben an die Tafel geschrieben, die als unlösbar galten. Zwei Aufgaben, die ein Rätsel waren und die nicht nur der Professor und die übrigen Kapazitäten jener Zeit nicht lösen konnten, sondern niemand in der Welt.
Über diesen Aufgaben brüteten prominente Mathematiker seit Jahrzehnten und selbst die Größten der Wissenschaft zuckten nur mit den Achseln. George wusste jedoch nicht, dass die Aufgaben unlösbar waren und hörte aufgrund dummer Umstände nicht den Teil, in dem darüber gesprochen wurde, dass noch niemand sie bislang gelöst hatte. Nachdem George sich einige Tage den Kopf zerbrochen hatte, konnte er sie dennoch lösen. Im Büro des Dekans waren Professoren der Akademie der Mathematischen Wissenschaften, die ebenfalls gekommen waren, um dem Studenten zu gratulieren. Der volle Name dieses Helden ist George Bernard Danzig. Er ist ein bekannter Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts und Entwickler des Algorithmus, der bei der Lösung von Aufgaben des Simplex-Verfahrens angewendet wird. Er gilt außerdem als Begründer der linearen Programmierung und wurde 1974 zum Preisträger des John von Neumann Theoriepreises. Später erhielt unser Kummerstudent die National Medal of Science und wurde Ehrendoktor der Universität von Maryland. In den 1970er Jahren wurde er zum Mitglied der National Academy of Science der USA, der National Academy of Engineering und der American Academy of Arts and Sciences. Er hinterließ eine Vielzahl verschiedener Arbeiten und Bücher. Das alles hätte es nicht gegeben und seinen Namen hätte wahrscheinlich niemand gehört, wenn er seinerzeit pünktlich zur Vorlesung gekommen wäre. Jedenfalls erzählte dies Professor George Danzig selbst mit einem Lächeln. Manchmal könnt ihr etwas Unmögliches vollbringen, etwas, was irreal erscheint, was vor euch niemand gemacht hat. Das alles ist nur dann möglich, wenn ihr euch selbst davon überzeugt, dass das Unmögliche möglich ist. Wenn ich damals pünktlich zur Vorlesung gekommen wäre und gehört hätte, dass diese Aufgaben unlösbar sind, hätte ich sie nie lösen können, sagte George Danzig immer, wenn er gefragt wurde, wie er es geschafft hat. Diese Geschichte nahmen sich die mutigsten und erfolgreichsten Menschen, Erfinder unserer Zeit, Milliardäre und Entdecker zum Vorbild. All jene, die einfach überzeugt waren, dass alle Probleme nur bei uns im Kopf und in der Vorstellung von dem, was wir machen, existieren. Was meint ihr? Ist das wirklich so? Besteht ein Problem nur darin, dass wir selbst nicht daran glauben, dass etwas möglich ist? Schreibt unbedingt eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr selbst darüber denkt. Nun, das war's für heute. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald!